Hallo und willkommen zu den Kurznachrichten. Nach dem Brand der Flüchtlingsunterkunft in Großstrümkendorf im Oktober 2022 hat nun in Schwerin der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter begonnen. Die Staatsanwaltschaft in Schwerin wirft den 32-jährigen Feuerwehrmann eine Serie von Brandstiftungen vor, insgesamt 7 Fälle. Einem Sprecher des Landgerichts Schwerin zufolge drohen dem Angeklagten bei einer Verurteilung bis zu 10 Jahre Gefängnis. Am 12. Mai gingen in Wismar Pflegekräfte auf die Straße. Der Grund: Personalmangel. Der Frust ist groß, auch bei Pflegeheimbewohnern. Rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Wismar, Kühlungsborn und Grevesmühlen folgten dem Aufruf der Diakonie Nordost. Sie versammelten sich in Wismar zu einer Kundgebung. In Wismar wurden 2 Männer wegen rassistisch motivierten Angriffen zu Freiheitsstrafen von 9 bzw. 11 Monaten verurteilt. Das Opfer war in beiden Fällen ein Mann aus Eritrea. Der Vorfall ereignete sich im Juni 2021. Damals wurde das Opfer von den beiden Angeklagten rassistisch beleidigt und dann attackiert. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.